schön. Oh. Sehr gut. Guten Morgen. So, ich werde versuchen, ein bisschen mitzureden, was ich tue. Ich lade mal ein paar Tiefendaten rein, Natural Earth-Daten, ne, wie tief das Wasser irgendwo ist. Ich färbe sie mal ein in Blau. Ne, ist doch ein bisschen klein hier. Nachdem, wie tief sie sind, muss hier kurz. Oh, schmeiß weg. Muss hier kurz den Datentyp umwandeln, weil es irgendwie komisch ist. Dann haben wir das auch. Dann haben wir sie schön eingefärbt nach Wassertiefe. So, jetzt muss ich spicken. Ich will 8 Klassen. Ich will keine Umrandung haben. So, sieht das schon ganz schick aus. Jetzt machen wir die Draw-Effects mal an. Wir können in Kugels nämlich total coole Effekte dazu holen. Ich mache hier mal ein Inner Shadow. Und ihr seht, wir haben jetzt einen tiefen Effekt hier drin. Zusätzlich noch ein bisschen ein Glow mit rein. Das sieht ganz schick aus. Dann können wir noch ein bisschen einen so einen Papiereffekt machen. Ah, ein bisschen übertrieben, ein bisschen kleiner. Und oben drüber können wir noch legen eine schöne Papiertextur. Ich mache einen neuen Layer dazu. Egal, er ist einfach leer. Ich drehe ihn um mit dem Inverted. Ups, das war ein Punktlayer. Alles gut. Ich will ein Polygon haben. Ich mache ein Inverted Polygons. Das heißt, der ganze Kartenbereich wird ausgefüllt. Ich nehme ein Raster-Image und habe hier eine Textur vorbereitet, die so ein bisschen noisy ist. Die können wir mal ein bisschen transparent machen. Und dann haben wir, das ist zu viel Schatten jetzt, egal, könnte schöner aussehen, aber ihr seht, es ist ein schöner Tiefeneffekt entstanden. So, wie viel Zeit habe ich noch? 3 Minuten. 3 Minuten, super. Also ich hätte theoretisch 4 Demos, wir können mal gucken, wie viel ich schaffe. Das ist ziemlich schick, genau. Wir nehmen mal Länder rein. Das ist ein Trick, der nicht von mir ist, sondern von Niall Dawson, deswegen nehmen wir mal Australien dazu. Den stelle ich mal auf eine Markerline, also quasi, dass das Polygon durch Marker markiert wird. Macht ganz, ganz viele Marker. 0,2 mm will ich einen haben. Ich mache die einfach schwarz, also ohne Umrandung. Und ganz klein, 0,5 mm. Und jetzt kommt ein Trick, den muss ich kurz von Twitter kopieren. Nämlich, wir verwackeln jetzt den Marker ein bisschen hin und her. Und mit dieser schönen Formel werden die quasi weggehend von der Linie mehr gestreut. Das Ganze verbinden wir jetzt noch mit einem Draw-Effekt. Na, wo bin ich? Das ist nicht mein Wecker. Wow. Wir machen mal ein Blur dazu und kriegen jetzt hier einen schönen, na, ich sag mal so, Kohlestift-Effekt. Na, wir können auch ein paar mehr Dinger reinnehmen. Ja, so ein bisschen Kunst. Sieht fast aus wie handgemalt und ein bisschen Staub dazu. So, schaffe ich den noch? Na, mal gucken. Ich installiere kurz mal Kugels 3, dann nehme ich einen anderen Trick. So, Kugels 3 ist drauf. Ist das nicht schön? Ich lade mal ein DGM dazu von Deutschland. Was ihr bestimmt schon alle kennt, man kann in Kugels Live Hill Shading machen. Total cool. Also ohne es berechnen zu müssen, können wir hier direkt den Datensatz Hillshaden. Jetzt habe ich mir nicht richtig aufgeschrieben, was ich dazu zeigen wollte. Ich dupliziere ihn mal. Ich glaube, dann kriege ich es wieder hin. Leg den oben drüber. Stelle ihn mal auf einen Schwarz-Weiß-Verlauf. Den haben wir hier. Den will ich umgedreht haben. Den will ich bitte mit... Verdammt, ich habe den Modi vergessen. Ich nehme Multiply. Das Tolle ist, man kann in Kugels 3 sagen, dass die Werte für Min und Max sich jeweils nach dem aktuellen Kartenausschnitt richten sollen. Das heißt, wenn ich die Karte jetzt hier rumbewege, passt er quasi den Kontrast an, wo ich gerade bin. Ich glaube, die Zeit ist um. Oder? Minute? 15 Sekunden. 15 Sekunden. Okay, warte. Das mache ich transparent.
Nee, was war denn das? Ich drehe es um und nach oben. Ich wollte so Schneekuppen machen eigentlich. Ach, scheiße. Sieht auch schön aus. Viel Spaß mit Kugels.